Königliche Fahne. Das Symbol sieht aus wie das Artefakt, das wir suchen. Was sind diese Artefakte überhaupt? Das zweite Artefakt, das für Verstand und Macht, hat das Schloss beschützt und dem König und seinen Männern Stärke verliehen. Aber das Artefakt selbst war auch von starken Zaubern beschützt und nur die mit einer reinen Seele konnten es berühren. Im Laufe der Jahrzehnte hatten viele Könige und Ritter erfolglos versucht, sich dem Artefakt zu nähern. Die Legende prophezeite, dass eines Tages ein Held mit einer reinen Seele und rechten Absichten kommen würde, um das Artefakt einzufordern. Aber als unsere Helden durch das Schlosstor kamen, realisierten sie, dass die Untoten alles an sich gerissen hatten. Dieser einst prächtige Platz wurde in einen Ort des Grauens verwandelt. Dies sieht nicht aus wie das Schloss, von dem gesprochen wurde. So. Nein. Ich kann es nicht glauben. Oh, sie haben es ruiniert. Alles ruiniert. Wir müssen uns beeilen. Ein paar Ideen erstmal springen. Oh! Warum kann man hier kaum mehr?
runterschieben können. Mach mir mal eine Box. Nein, tust du nicht. Hör auf! Du machst das bei mir ja auch immer. Ja, nur weil du mich immer runterschieben willst. Ich laufe schon bestimmt nach links. In die andere Richtung machen. Wobei doch. Jo, Schaukel. Ich wieder runter. Ich vielleicht bis da hoch, dass ich da hinstehen kann. Also. So, go! Leute, muss man hoch. War zwar hinter der Wand, aber ja. Muss ich halt da unter den Zauberer spielen. Ich hasse ihn. Ich kann jetzt auch nicht wechseln. Schnellköcher. Null. Das habe ich nicht gesehen. Okay, du machst es nicht. Das ist aber auch so dunkel. Da nicht weiter runter.
weg sind. Einfach da links wieder hoch. Das Schneidedings hat mich gar nicht berührt. Nur der Stiel. Weg mit euch. Falls ihr im Hintergrund Geräusche hört, einfach nicht mehr. Wie der Steven Schuld. Ja, natürlich. Was geht? Oh. Moment. So, hin und her. Jetzt können wir zum Beispiel da was machen, aber da muss ich wechseln. Was war denn da?